Die Eremitin von Rolf Weber. Ich aß einen Apfel und schlief sofort in meinem Schlafsack ein. Plötzlich wachte ich auf, etwas zupfte fest an meinem Rucksack. Ich erschrak fürchterlich. Es war ein Fuchs. Den schrie ich an: Geh weg! So laut hatte ich mich selber noch nie gehört. Der Fuchs erschrak und rannte weg, aber er lauerte noch in der Nähe. Das war ich nicht gewohnt und zum zweiten Mal wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich traute mich nicht, mich zu rühren, saß einfach da und ob ihr es mir glaubt oder nicht, plötzlich stand so ein bärtiger Mann da mit einer langen Kutte. Zuerst staunte ich nur und dachte, sicher träume ich. Der Mann sagte etwas in einer Sprache, die ich nicht verstehen konnte, zum Fuchs. Dieser wedelte mit dem Schwanz und verschwand darauf. Ich habe getan, was du mir im Traum gesagt hattest. Was bist du nur für ein Kristall? Jetzt leuchtest du hellrot. Freust du dich? Ich weiß jetzt, dass du ein ganz besonderer Stein bist. Ich begreife es nicht. Ich weiß, dass es zwischen Himmel und Erde vieles gibt, was die Menschen nicht verstehen. Ich glaube an Gott und Christus und an den Eremiten und an den Mönch. Jetzt glaube ich auch an dich. Ich habe weit weg den Gletscher gesehen und dort hatte es nur Gebirge und Felsen. Dort erblickte ich eine große Gestalt, so meinte ich zumindest. Diese schaute zu mir, aber wie ein Wiesel rannte sie weg, verschwand zwischen Felsen und dann sah ich sie nicht mehr.